Yo Leute, was geht? Ladok am Start. So, heute ein neues Video auf unserem Kanal. Heute einmal ein anderes Video auf unserem Kanal. Wir erzählen euch heute die Geschichte nach wahrer Begebenheit, die Tommy miterlebt hat. Es handelt sich um den Monsterwels, was wir schon einmal angeteasert haben in einem Video. Wir werden euch die Geschichte heute zeigen und erzählen. Die Geschichte ist auf wahrer Begebenheit. Tommy wird sie euch heute erzählen. Mit voller Motivation, nehme ich an. Ist echt eine geile Geschichte, müsst ihr euch unbedingt bis zum Ende ansehen, denn am Ende seht ihr auch, was wir euch erzählen, also ein Beweis, dass es wirklich so geschehen ist, wie er es erzählt. Ja, ich überlasse Tommy die Bühne und halte mich im Hintergrund auf. So, mal erster in die Mitte. So, nun zum Monsterwels. Oder Albinowels, Albinowalla, keine Ahnung, wie man es ausspricht, also ein Wels. Zur Geschichte. Ich war 15 oder 16 Jahre alt. Wir, oder ich und meine Familie, haben einen Fischteich unten, da wir auch, wo wir unseren Parcours starten und der Verlierer reingesprungen ist. Das ist unser Teich. Ich war immer so ein Fischfanatiker und wollte unbedingt immer viele Fische im Teich haben. Haben auch viele drinnen. Das sagte mein Vater zu mir: Mein Sohn, wir haben zwar schon sehr viele Fische in unserem Teich, aber irgendwas fehlt uns noch. Und das wäre ein Raubfisch. Ja, da hast du recht, mein Vater. Ich kümmere mich drum. Fahr zum Zoofachgeschäft in deiner Nähe und besorg einen Wels. Passt, das habe ich mir zu Herzen genommen. Fahr mit dem Moped zum Zoofachgeschäft, schaute ein wenig im Zoofachgeschäft herum und da sah ich ihn, den Albino-Wels. Er war so groß, weiß nicht, 3-4 cm groß. Waren, glaube ich, 10 Stück in diesem Aquarium. Da fragte ich den Verkäufer: Ist das ein Albino-Wels? Ja, der wird aber recht groß. Ja, passt, habe ich mir gedacht. Nehme ich zwei mit, eingepackt, bezahlt, rausgegangen, das Moped angestartet, wieder nach Hause gefahren. Natürlich sofort das Moped hingestellt, abgestellt, den kleinen Sack mit dem Wels genommen und zum Teich runter. Dann habe ich noch einen Kübel mitgenommen und habe das Tier an die Wassertemperatur und an die Wasserwerte angepasst. Dann habe ich 15 Minuten gewartet oder 20 Minuten sogar, bis der Wels sich an die Temperatur angepasst hat. Dann habe ich ihn schön langsam ins Wasser reingelassen. Ja, Tage vergingen, Monate vergingen, Jahre vergingen. Da habe ich jeden zweiten Tag gefüttert, die Fische gefüttert und ich sah keinen Wels. 2 Jahre vergingen, 3 Jahre vergingen, 4 Jahre vergingen, dann sagte mein Vater, ob der Wels noch im Teich drinnen ist. Ich sage, ja, sicher, der ist sicher drinnen. Wer soll den Wels fressen? Wir haben sonst keine Raubtiere im Teich gehabt, außer den Albino-Wels. Das 5. Jahr verging, das 6. Jahr verging. Dann ging mein Vater mal runter zum Teich. Da war es, glaube ich, im Winter. Winter, ja, Winter, Jänner, Februar. Da war der Wels am Eingang. Mein Vater hat natürlich ein Foto gemacht, das mir gezeigt und hat gesagt, schau, das ist der Wels. Ich, ach ja, oh, habe ich gesagt. Groß, was? Naja, der ist sicher schon so groß, hat er gezeigt. Er ist dann jeden zweiten Tag Fische füttern gegangen, da habe ich nicht so Zeit gehabt, weil ich arbeiten musste. Und dann sagte mein Vater, jetzt kommt der Wels auch das Fischfutter fressen. Ich, ja, genau, glaube ich dir. Da bin ich eines Tages mit runtergegangen und da hat er meinen, so einen Platz gehabt, wo er die Fische füttert und immer extra eine Schaufel ganz hinten im Eck für den Wels. Und dann gingen wir zusammen runter, fütterten wir die Fische und auf einmal sah ich ihn, den Wels. Klar, im Wasser schaut der Fisch meistens kleiner aus, in den meisten Fällen kleiner aus wie in echt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich selber den Fisch noch nie rausgefangen habe. Wir selber, ich glaube, einmal nur gefischt haben in unserem Fischteich. Wir halten nicht so viel von Fischen. In unseren eigenen Teich fischen gehen wir trotzdem. Ich war selber gespannt, wie groß das der ist. Im Wasser, schätzungsweise, ist er sicher 1 Meter groß mit so einem Mund. Groß ist das? 10, 12 Zentimeter, vielleicht sieht man es. Habe ihn selber noch nie gefangen. Das werdet ihr aber am Ende des Videos sehen. Ich bin auch sehr gespannt darüber, wie groß das der Fisch in Wirklichkeit ist. Jetzt bin ich 24 Jahre alt. Seit dem 16. Lebensjahr ist der Fisch drinnen, das heißt, er ist jetzt 8 Jahre alt. Ich habe ihn mit 3-4 cm reingekauft. Jetzt ist er sicher 1 Meter groß.
Bin sehr gespannt darauf, wie groß das der wirklich ist, weil im Wasser schaut das doch viel kleiner aus. Ja, das war eigentlich die kurze Geschichte von Monster Wells. Und jetzt seht ihr dann das Ende, wo wir ihn rausholen. Ich bin gespannt, wie lange das wir brauchen, um diesen Fisch aus dem Teich herauszubekommen. Natürlich, Luca wird stets an meiner Seite stehen, weil auch er will ihn sehen. Aber ich bin noch mehr gespannt darauf, weil doch das, ich glaube, einer der ersten Fische, nachdem wir den Teich hergerichtet haben, ich glaube, einer der ersten Fische, was im Teich war. Und ja, das ist ein Phänomen. Ich weiß schon, wie ich ihn taufen werde. Das ist der kleine Erwin, ein Albino Wales oder Albino Waller in der Größe und Gewicht, was wir nicht wissen, was wir aber wissen werden. Ja, das war eigentlich die kurze Geschichte von Monster Wales. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und jetzt zum Fang des Lebens. So. Nun ist eine Weile vergangen, ihr seht, ich habe ein anderes Outfit an zum Wales. Leider eine traurige Nachricht. Wir wollten den Wales rausfangen, Luke und ich waren schon schwer motiviert, haben schon alles geplant. Natürlich ist irgendwas wieder in die Quere gekommen. Das seht ihr dann im Anschluss. Ich muss euch nun eine traurige Nachricht verkünden. Den Wales haben wir rausgeholt, nur leider nicht lebendig. Kurz zur Information, es war die Tage sehr heiß, ich glaube 3, 4 oder 5 Tage durchgehend über 30 Grad und wir haben im Teich unten nur seine Elektrophotovoltaikplatte, wo eine Luftpumpe angeschlossen ist, da war 2 Tage glaube ich keine Sonne bei uns, also ist die Pumpe auch nicht gelaufen. Dann hat man leider einen Sauerstoffmangel im Teich gehabt und leider ist uns der Wales, so schwer es klingt, gestorben. Den Schuldigen können wir jetzt suchen, entweder das Wetter oder ich. Es war wahrscheinlich Menschenversagen, ich hätte auch früher drauf kommen sollen. Ja, ihr seht jetzt nun im Anschluss leider das Video, was wir eigentlich nicht filmen wollten und auch nicht drauf stellen wollten. Leider ist es so, die Natur, Fische sterben, Fische wachsen. Tut das Video nicht disliken oder schlecht kommentieren, Fehler passieren. Den Fehler muss ich eingestehen. Es war zwar nicht nur meine Schuld, aber teils auch meine Schuld. Und ja, ihr seht es zwar nicht gut auf dem Video, wir haben ihn abgemessen. Er hat genau, Luca, wie viel? Ich habe nachgemessen, er hat ziemlich genau 1 Meter gehabt. Er war schon etwas gekrümmt, weil natürlich schon die Starre eingesetzt hat. Aber es war circa 1 Meter, ziemlich genau 1 Meter. Ziemlich 1 Meter, wie er sagte, zwischen 5 und 6 Kilo würde ich behaupten. Waage haben wir natürlich keine mitgenommen, aber ein wenig schätzen, Kilogramm schätzen kann ich. Ja, nun zu der traurigen Nachricht, so sollte das Video leider nicht beendet werden. Das war's eigentlich mit dem Real Talk von Wales. Jetzt würde ich nur noch sagen, komm her, meine Freunde. Eine kleine Trauerstunde an unseren Wales. An deinen Wels. Ja, ja, es ist wirklich sehr schade darum. Es tut mir auch leid, es ist zwar nicht mein Fisch, aber mir tut das auch weh, dass ich das sehen habe müssen. Er hat doch schon Großgeschichte geschrieben im Teich unten. Er war doch, glaube ich, der längste Fisch im Teich oder der längste, größte und am längsten. Und der älteste. Am längsten, am größten und am ältesten. Danke fürs Zuschauen. Das Video leider nicht das, was wir euch zeigen wollten. Wir tun trotzdem nichts verstellen. Wir hätten jetzt auch sagen können, scheiß drauf. Und wir stellen das Video nicht drauf. Wir bleiben offen, wir zeigen, was wir erleben und erleben dürfen. Das war's schon. Mehr will ich gar nicht sagen. Ja, wir wollten diese Geschichte mit euch teilen. Das ist die Geschichte und das ist jetzt auch die ganze Geschichte, aber leider hier zu Ende. Thank you.
So, ihr habt es gehört, das war die Geschichte von seinen Riesen Albino Wells. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr mehr von diesem Video sehen wollt, unsere Geschichte oder unsere Real Talks, was wir machen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würden wir uns sehr freuen. Falls ihr vielleicht etwas über uns wissen wollt oder sowas, ihr könnt auch bei dem Format Ich will's wissen mitmachen, oder wenn es wirklich ein sehr spannendes Thema ist, machen wir natürlich ein extra Video dazu, so wie dieses hier. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Na doch. Ende.